Willkommen zur zweiten Vorlesung, fortgeschrittene funktionale Programmierung in Haskell. Die Themen heute, jetzt funktioniert mein Klicker nicht, ja, super. Ja, ich... So, heute befassen wir uns erstmal noch ein bisschen einen Recap zum letzten Mal. Wir machen erstmal noch ein bisschen zu Typen. Später machen wir dann ein bisschen was Erweitertes zu Typklassen und dann nochmal Typklassen. Und dann gucken wir zum Schluss noch ein bisschen auf die praktische Arbeit. Also erstmal Datentypen sind irgendwelche. Datentypen sind im Prinzip nur eine Annotation an den Bits im Speicher, wie sie interpretiert werden sollen. Soll ich diese Bitsequenz jetzt als String interpretieren, als Zahl oder als Array oder als sonst was? Wieso springt der jetzt hier rum? Wo ist meine Maus? So. Einige primitive Datentypen solltet ihr schon kennen. Zum Beispiel Zahlen sind Ints, Integer, Zeichenketten und Bools. Es gibt aber dann auch, wie wir letzte Woche schon ein bisschen angesprochen haben, Datentypen höherer Ordnung. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht alleine vollständig sind. Zum Beispiel, da solltet ihr auch schon einige kennen, Liste von A, eine Hashmap mit Keys und Values, Vektoren von A und einen Baum von A. Aber insbesondere auch zusammengesetzte Typen, zum Beispiel Structs aus C++, die kann man sich in Haskell ganz einfach ebenfalls definieren. Im Folgenden gehen wir dann auf zwei wesentliche zusammengesetzte Typen ein, zum einen Maybe und zum anderen Either. Fangen wir erstmal mit dem ersten an. Maybe definieren wir einfach über das Keyword Data. Wir sagen, ein Maybe A, also ein Maybe von irgendeinem Typ, ist entweder ein Nothing oder ein Just A. Das heißt, wir haben entweder einen Fehlerfall vom Typ Nothing, wo wir keinen Wert haben, oder wir haben gerade einen Wert. Was hat das für einen Sinn? Maybe gibt als Ergebnis entweder diesen Typen A zurück oder sagt, hier ist irgendwas fehlgeschlagen und gibt dann halt ein Nothing zurück. In klassischen Sprachen hat man Maybe nicht, da wird dann meistens irgendein abgesprochener Zustand zurückgegeben. Zum Beispiel 0, wenn ich irgendwas nicht gefunden habe, oder minus 1, weil 0 eine valide Rückgabe ist, oder ich gebe ein Null-Objekt zurück, oder ich denke mir irgendwas anderes aus, so 42 ist ein Fehlerzustand, und wenn ich 42 kriege, habe ich nichts gefunden oder so. In Haskell wird das komplett über den Rückgabetypen deutlich gemacht. Das heißt, wir haben hier einen Rückgabetypen vom Typ Maybe, und das hat dann halt einen Nachteil, wir müssen Maybe kennen. Das hat dann aber auch den Vorteil, ich kann das nicht vergessen zu behandeln. Ich habe, Maybe ist eine Absprache und um an den Wert dran zu kommen, muss ich mich auch immer um den Nothing-Fall kümmern. Es ist dann eine einheitliche Behandlung. Es ist nicht mal 0, mal minus 1, mal null, mal sonst irgendwas, sondern es ist stringent durch alle Libraries durch. Und noch ein besonderer Punkt bei Haskell ist, wir können mehrere fehlschlagende Operationen, also 5 Operationen vom Typ Maybe, einfach zusammenfassen zu einer großen Operation, die entweder gesamtfehlschlägt oder gesamterfolgreich ist. Wie das genau funktioniert, da kommen wir dann später noch hin. Ja. Da kommen wir später zu, da gibt es andere Datentypen für. Die Frage war, wenn wir einen Fehlerzustand haben, dann möchten wir gerne noch eine Nachricht da dran tackern an den Fehlerzustand. Das geht nicht mit Maybe, aber da das geht mit Either und auf Either gehen wir dann nachher auch nochmal ein. Das Beispiel, was wir haben, ist einmal das Finden eines Elements in einer Liste. FindIndex ist die Funktion dafür, die wir haben, die ist vordefiniert. Wir nehmen ein Prädikat, irgendwie was wir finden wollen. Wollen wir eine gerade Zahl finden? Wollen wir 5 finden oder sonst irgendwas? Eine Liste, in der wir suchen. Und dann kriegen wir maybe den Index zurück, an welcher Stelle wir das Element finden. Beispiel, wir suchen 5 in der Liste 1 bis 10.
In der Liste steht das an vierter Stelle, also kriegen wir ein Just 4 zurück. Anderes Beispiel, wenn wir versuchen 1000 in dieser Liste zu finden, finden wir es natürlich nicht und kriegen dann ein Nothing zurück. Soweit Fragen? Gut. Ja, das sagte ich gerade. Und jetzt kommen wir auf den nächsten Datentypen, Either. Und das ist, hier haben wir entweder ein Left A oder ein Right B. Was hat das für einen Sinn? Nun, wir wollen halt häufig dann auch einen Grund für den Fehler zurückgeben. Und das erwartete Ergebnis ist hier das Right B. Und wir haben dann einen Fehlerzustand vom einen Fehlerzustand Left A mit dem Inhalt A. Meistens wird A dann irgendwie auf String gemacht, damit ich eine lesbare Ausgabe habe, aber theoretisch kann ich da auch ganz komplizierte Objekte haben, eine String mit irgendwelchen Sachen, die einen Trace enthalten, bla 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 bla. Ich kann mir das halt beliebig kompliziert aufblähen. Und es ist einfach zu merken, Right ist der Konstruktor für den richtigen Fall. Das spielt später noch eine Rolle, wenn wir über Funktoren und Applicatives und so reden. Da müssen wir unterscheiden, was ist denn jetzt unser Fehlerzustand und was ist der Zustand, den wir eigentlich haben wollen. Ja. Das ist eine Analogie. Der Konstruktor sagt einfach nur Left oder Right und Right kann man auch als Correct verstehen. Also das ist einfach nur eine dämliche Eselsbrücke, um sich das zu merken, dass ich nicht versuche, irgendwas mit Left zu machen und dann funktioniert mein Code nicht, weil der Fehlerzustand die ganze Zeit nur durchgereicht wird. Das ist einfach nur eine Benamung. Man hätte es auch Blip und Blub nennen können. Ein Beispiel für den Einsatz ist ein ziemlich dämlicher Parser, also ein Parser, der 5 parsen kann. Auf dem String 5 geben wir write 5 zurück und bei allem anderen geben wir zurück, konnten wir nicht parsen. Und als Beispiel, wenn wir versuchen 5 zu parsen, kriegen wir write 5 zurück. Und wenn wir versuchen irgendwas anderes zu parsen, kriegen wir unsere schön lesbare Fehlermeldung. Natürlich, in einem richtigen Parser wird man das jetzt noch komplizierter auseinander dividieren und sagen, wir nehmen nicht nur 5, wir nehmen irgendwie alle Zahlen und dann viele Zahlen und so weiter und so weiter. Aber das ist eine andere Vorlesung. Generell kann man die Typen in 4 Kategorien unterteilen. Zum einen Summtypen, das sind dieses, was wir schon angesprochen hatten, Maybe und Either oder Bool oder Ins. Was die einzelnen Typen sind, da gehe ich gleich nochmal gezielt drauf ein. Ich will die jetzt nur mal grob vorstellen. Dann gibt es noch Produkttypen, was zum Beispiel Tupeltypen sind, Vektoren, Arrays. Und dann gibt es noch rekursive Typen, die rekursiv definiert sind, zum Beispiel Listen oder unendliche Streams. Und es gibt noch Exponentialtypen, was dann Funktionen selber sind. Das hat so ein bisschen was mit Typtheorie zu tun. Da gehen wir jetzt nicht genau drauf ein. Worauf ich hinaus will, ist ein anderer Punkt, der gleich klar wird. Und zwar, warum werden diese Typen so genannt? Eine Frage an das Publikum: Wie viele mögliche Werte kann dieser Datentyp annehmen? Irgendwelche Ideen? Ich hab schon gehört, 5. Ja? Genau. Es sind genau diese 5 Fälle. Wir haben True und False einmal im S1-Fall und wir haben Just True, Just False und Nothing im S2-Fall. Daher auch der Name Summentyp, weil links von dem Oder stehen 2 Typen und rechts stehen 3 und zusammen können wir daraus maximal 5 Typen konstruieren. Daher kommt eigentlich nur die Bezeichnung Summentyp. Kommen wir zum Produkttypen. Wie viele Typen kann dieser, Werte kann dieser Typ annehmen? Also Sum ist jetzt der Summentyp von eben. Gibt es da irgendwelche Ideen? Ja? Genau. Wir können den ersten Wert immer auf True oder False setzen und dann die 5 Kombinationen dahinter haben und daher auch der Name Produkttyp, weil wir 10 Kombinationen haben. Wir haben 2 für den Bool, 5 für die Sum und zusammen haben wir 10 mögliche Belegungen, die unser Produkttyp haben kann. Dann, wie viele mögliche Werte kann dieser Datentyp annehmen? Ja, da hinten.
Du kannst auch irgendwas. Du kannst zum Beispiel auch A in Bool, Bool als A einsetzen. Das ist jetzt. Es sind aber trotzdem unendlich viele, weil dieser Stream keine Abbruchbedingung hat. Ich habe immer einen SI-File und dann habe ich einen Rest von dem Stream. Da habe ich einen SI-File, dann habe ich einen Rest von dem Stream. Das Ding geht unendlich weiter, deswegen hat das Ding einfach unendlich viele Konstruktoren, unendliche Listen. Listen haben auch unendlich viele. Ja, streng genommen hätte es die Größe A hoch unendlich. Oder, nee, A mal unendlich, glaube ich, weil ich, nee, A hoch unendlich, stimmt. Ja. Ja? Das ist ein kompletter Stream. Das ist eine rekursive Definition und Stream A ist ein Ausdruck. Das ist ein Wert. So. Nächste Frage, jetzt kommen wir zu Exponentialtypen, hint, hint. Wie viele mögliche Funktionen dieser Form gibt es? Keine Vorschläge? Wie viele, auf wie viele verschiedene Arten kann ich diese Funktion implementieren? Ja? 3 hoch 2 ist fast richtig, es ist 2 hoch 3. Wenn ich eine Funktion habe, a nach b, habe ich immer b hoch a verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe hier einfach mal die Belegung aufgemalt. Das ist so zu lesen, eine Zeile ist eine Funktion und auf welchen Input die was rausgibt. Und man sieht, man kriegt genau 8 Belegungen und das sind die 8 Funktionen, die mit so einer Funktionssignatur möglich sind und mehr gibt es einfach nicht. Wozu interessiert uns dieses überhaupt? Was? Das sind die oberen 3. Und die erste Zeile ist die erste Funktion, die gibt immer false zurück. Die letzte, die erste Zeile hier mit false, false, false. Das ist die erste Funktion, das ist die Funktion, die immer false zurückgibt. Die zweite Zeile ist die Funktion, die bei nothing true zurückgibt und ansonsten immer false zurückgibt. Die kann man sich definieren. Es war ja gefragt, nach wie viele mögliche Funktionen gibt es. Und das sind halt alle 8 möglichen Konstruktionsweisen. So, wozu interessiert uns das Ganze? Es ist wichtig, wir können abschätzen, wie viele mögliche Bewohner eines Typen es gibt. Und wir können damit dann auch so Sachen wie Komplexität abschätzen. Und es sollte uns lehren, immer nur den kleinstmöglichen Typen zu nehmen, weil wenn wir nur 10 mögliche Implementationen einer Funktion haben, dann wird es schwer, wenn wir wissen, was wir tun, eine falsche zu bauen. Selbst wenn wir eine falsche bauen, liegen wir nicht weit daneben. Wenn wir aber eine Funktion haben, die irgendwie 10 Millionen Möglichkeiten zur Implementation hat, wird es durch Zufall die richtige zu finden ziemlich schwer. Ich meine, wir programmieren nicht durch Zufall, aber Zufälle sind dann zum Beispiel Bugs oder so, die entstehen. Und wenn ich die Funktion einfach nur auf 2 Weisen schreiben kann und die eine ist falsch, dann muss die andere richtig sein. Der Wertebereich von int ist endlich. Der ist bei 2 Milliarden. Aber man kommt da schnell in unendlich rein. Ja, aber wenn man zum Beispiel, ja stimmt, ja, man kommt da ganz schnell in unendlich rein. Es bietet dann viele theoretische Spielereien, gerade Beweise mit, es gibt nur genau eine Funktion, die das tut, was ich machen will, mit dieser Funktionssignatur. Es gibt Kategorien, theoretische Sachen, die sich darauf beziehen und so weiter, damit wir euch jetzt nicht quälen. Das Wichtigste, worum es uns geht, wir können euch jetzt mit Summentyp und Produkttyp nerven und ihr wisst jetzt, was gemeint ist. So. Gibt es noch irgendwie Fragen zu den Typen oder... Ist alles klar, gut. Kommen wir weiter zu Typklassen. Viele Typen haben ähnliche oder gleiche Eigenschaften und diese Eigenschaften fasst man generell zu Typklassen zusammen. Und wir hatten das beim letzten Mal schon ein bisschen angesprochen, zum Beispiel die Zahlen kann man alle verrechnen. Listen, Vektoren und Arrays, die haben Elemente, über die ich irgendwie iterieren kann, die ich irgendwie durchgehen kann oder sonst was. Maybe, Either und Listen haben vielleicht Elemente, vielleicht auch nicht, auf denen ich irgendetwas machen kann. Zum Beispiel, ja. Ein Vektor ist einfach ein Vektor. 3 Zahlen untereinander geschrieben.
Ja. Und wichtig noch eine Warnung für die objektorientierten Leute. Typklassen haben nichts mit Klassen in der Objektorientierung zu tun, sondern eher mit Templates, abstrakten Klassen, Interfaces, je nachdem, wie man das in der Programmiersprache der Wahl dann nennt. Wie definiert man so eine Typklasse? Das hatten wir letzte Woche auch schon. Zum Beispiel Class Eek wird definiert über den Gleichoperator oder über den Ungleichoperator. Die definieren sich dann wechselseitig. Und wenn ich die Klasse Ort, also die Klasse der sortierbaren Datentypen haben will, dann muss ich sie erst irgendwie vergleichen können. Und ich brauche irgendwas, entweder eine Definition von kleiner gleich oder eine Definition von compare. Und ich kriege automatisch alle Funktionen, die dann da stehen, geschenkt. Wenn ich compare definiere, kriege ich kleiner gleich geschenkt. Wenn ich kleiner gleich definiere, kriege ich compare geschenkt. Eine von den beiden reicht. Und dann kriege ich auch sowas wie Maximum auf einer Liste oder Minimum auf einer Liste. Im Folgenden geht es zentral um ein paar Typklassen im Speziellen, nämlich um Functor, um Applicative, um Monoid, um Monad und um Monad Plus. Und auf die gehen wir jetzt einzeln im Detail ein. Ist jedem klar, was eine Typklasse ist? Das ist, nochmal zur Wiederholung, einfach nur ein Container mit Eigenschaften. Also wenn ein Datentyp in der Typklasse ist, hat der gewisse Eigenschaften. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen jetzt zum Beispiel beim Functor an und gucken uns, was für Eigenschaften muss ein Objekt erfüllen, damit es ein Functor sein kann. Und ein Functor lässt sich auf jedem Datentyp definieren, der irgendetwas wie einen Inhalt hat. Also ein Functor ist das Prinzip, dass ich einen Inhalt habe, und der ist definiert über die Funktion fmap, die eine beliebige Funktion auf den Inhalt anwendbar macht. Wenn ich eine Funktion a nach b habe und ich habe einen fa, f ist der Funktor, zum Beispiel, wenn ich ein bisschen spoilern darf, Liste ist ein Funktor, Maybe ist ein Funktor. Und wenn ich zum Beispiel habe eine Funktion a nach b und ein Maybe a, dann kann ich mit fmap ein Maybe b erzeugen. Und das ist die einzige Definition, die man erfüllen muss, um ein Funktor zu sein. Das mag für den Anfang etwas schwer sein, deswegen eine kleine Analogie. Am Anfang kann man sich den Kontext, den ein Funktor bildet, als Kiste vorstellen, in der etwas liegt. Oder in der auch nichts liegt, oder in der auch viel liegt, je nachdem, was man hat. Und fmap wertet Funktionen auf, die auf dem Inhalt funktionieren würden, zu Funktionen, die auf den gesamten Kisten funktionieren. Und zwar, und deswegen kann man fmap auch theoretisch anders klammern. Man kann fmap auch auf diese Weise klammern und sagen, ich gebe eine Funktion a nach b rein und ich kriege eine Funktion raus, die auf f von a nach f von b läuft. Zum Beispiel, ich gebe eine Funktion int nach string rein. Und ich kriege eine Funktion zurück, die mir aus einer Liste von Ints eine Liste von Strings macht. Oder die mir aus einer Liste, aus einem Maybe-Int einen Maybe-String macht. Kommen wir zu konkreten Instanzen als Beispiel. Die Funktor-Instanz von Maybe sieht so aus. Wir machen ein Pattern-Matching auf den Maybe-Konstruktor. Und wir haben fmap, unsere Funktion. Und dann einmal ein just-a. Und wenn wir ein just-a haben, wenden wir die Funktion einfach auf das a an, packen das in das Just wieder ein und sind zufrieden. Und wenn wir ein Nothing haben, haben wir keinen Wert, dann können wir die Funktion nicht anwenden. Dann ist uns auch egal, welche Funktion wir kriegen, und wir liefern einfach ein Nothing zurück. Fragen? Gut. Für Listen sieht das etwas komplizierter aus. Wir haben bei Listen haben wir natürlich einen Anfang der Liste und ein Ende der Liste, also ein X und ein Xs und eine Funktion, die unser Element irgendwie umwandelt. Und wir wenden jetzt die Funktion auf das erste Element an und dann rekursiv auf den Rest der Liste. Und das macht dieses fmap fxs. Und damit haben wir die Funktion auf jedes Element der Liste einmal ausgeführt, und die Rekursion brechen wir ab. Wenn wir die leere Liste haben, können wir nichts machen, dann kriegen wir die leere Liste zurück. Also auf Deutsch, wenn wir eine Liste von Zahlen haben und eine Funktion int nach String aufwenden, dann wird jede Zahl in genau einen String umgewandelt. Fmap auf Listen ist das bekannte Map, das sollte euch in A&D schon mal entgegengekommen sein. Und also auf Listen ist das nur das Map, aber das hier ist jetzt das allgemeinere Konzept mit, ich habe einen Inhalt und ich habe eine Funktion, die auf dem Inhalt funktioniert. Ja. Die Frage war, wieso da der Unterstrich steht und nicht das F. Der Compiler,
der Compiler oder der Linter, ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendein Programm schmeißt dir eine Warnung und sagt, du definierst ja ein F und du verwendest es nicht. Und der Unterstrich macht einfach klar, ich will mir das F gar nicht angucken, ich bin nicht daran interessiert. Genau, weil es nicht verwendet wird. Das sagt einfach, ich ignoriere den Parameter, ist mir egal, was da drin steht, der wird auch nicht ausgewertet, da wird einfach nichts mitgemacht. Der wird verworfen. Und FMAP hat auch noch eine Infix-Schreibweise, die euch begegnen wird. Das ist dieses Dollar in den spitzen Klammern. Und das ist einfach dann nur F, Dollar, den Rest. Ja. Kommen wir zu ein paar Beispielen, damit sie interaktiv bleibt. Was ist denn das Ergebnis von FMAP plus 1 auf Just 3? Just 4, genau. Ihr könnt auch einfach reinrufen, wenn ihr nicht aufzeigen möchtet. Was ist denn FMAP plus 1 auf Nothing? Nothing, genau. Was ist FMAP plus 1 auf der Liste 1 bis 10? 2, 3, 4 bis 11, genau. Was ist plus 1 auf Write 2? Nein. Das ist Write 3. Was ist FMAP plus 1 auf Left 2? Left 2, weil Left ist der Fehlerzustand und in dem Fehlerzustand ignorieren wir die Funktion. Und deswegen habe ich gesagt, es ist wichtig, dass wir Write mit dem richtigen Zustand verknüpfen, weil wenn wir ansonsten FMAP anwenden, passiert einfach nichts und wir wundern uns, dass nichts passiert. Nein, das ist geregelt in der FMAP-Instanz von Either, die ihr in der Übung schreiben dürft. Das ist eine kleine Übung und dann wird das klar, wieso das Left 2 ignoriert wird und wieso es auch ignoriert werden muss, sonst wird es nicht kompilieren. Genau. So, wir machen jetzt hier auch ein bisschen Mathematik. Funktoren sind mathematische Objekte in der Kategorientheorie, yada, yada, yada. Die haben auf jeden Fall Eigenschaften, die erfüllt werden müssen und der Compiler nimmt einfach an, euer Funktor unterstützt diese Eigenschaften und macht dann daraufhin Optimierungen und kürzt euren Code zusammen. Also im Endeffekt macht ihn schneller. Und die erste Regel ist die Strukturerhaltung. Wenn ich FMAP mit der Identität mache, ist das nichts anderes, als wenn ich das FMAP gleich sein lasse. Das bedeutet im Prinzip, wenn ich FMAP auf einer Liste mit 5 Zahlen habe, kriege ich eine Liste von 5 Zahlen wieder und keine mit 3 und keine Liste, die leer ist oder sowas. Also die komplette Struktur, die komplette Datenstruktur muss erhalten bleiben. Oder auch wenn ich einen sehr komplizierten großen Baum habe, dann ist das danach derselbe komplizierte große Baum, nur mit der Funktion überall angewendet. Da fällt nicht auf einmal irgendwas weg, da kommt nichts hinzu, dafür ist FMAP zu schwach. Die zweite Eigenschaft ist die Composability. Das heißt, ich darf zwei FMAP-Aufrufe, die ich nacheinander aufrufe, auch einfach zusammen machen. Und das ist eine wichtige Regel, die dann halt die Programme auch schneller macht, weil wenn ich FMAP auf eine Liste mache und ich mache zweimal FMAP, gehe ich die Liste zweimal durch. Wenn ich FMAP mit einer kombinierten Funktion mache, gehe ich die Liste nur einmal durch. Das heißt, ich habe einfach mal die Hälfte an Rechenzeit gespart und das macht der Compiler automatisch im Hintergrund. Kommen wir zu einem negativen Beispiel, wenn man es nicht machen sollte. Wenn wir FMAP auf Listen jetzt so definieren, dass wir die Funktion anwenden und unser Originalelement behalten und dann den rekursiven Call machen, wenn wir dann ID anwenden, kriegen wir eine komplett andere Liste. Das verletzt ganz klar die Regeln. Ein zweites Negativbeispiel ist, wenn wir die Funktion einfach zweimal anwenden. Das macht auch keinen Sinn. Und ich habe das jetzt hier mal am Beispiel durchgerechnet mit, ich mappe plus 1 und mal 2 auf just 1 und einmal mache ich das separat und einmal mache ich das zusammen und dann kommt einmal 6 raus und einmal 7. Das wollen wir nicht. Was mir noch aufgefallen ist, als ich das... Wenn ihr genau hinguckt, die Funktion hat eigentlich den Typen A nach B und ich kann die Funktion gar nicht so verknüpfen. Und das ist mir auch aufgefallen, das ist mir unglaublich schwer gefallen, so ein Negativbeispiel zu finden. Und dann eine Woche später oder so lese ich einen Blogpost von Edward Kmet, der hat dann einfach mal bewiesen, hey, aus der ersten Regel folgt die zweite. Und da dachte ich mir, schönen Dank auch. Also, wenn ihr irgendwann mal eure Funktorinstanz überprüfen wollt, ob die sich komplett wohl verhält, ihr braucht nur die erste Regel zu prüfen, aber die zweite ist aus Vollständigkeitsgründen immer noch mit aufgeführt. So, gibt es noch irgendwelche Fragen zu Funktor? Ja?
Der Compiler prüft diese mathematischen Eigenschaften nicht, er nimmt sie einfach an. Das heißt, das ist deine Aufgabe, das selber zu prüfen und sicherzustellen. Zum Beispiel eine Regel bei FMAP, um das sicherzustellen, ist, jeden Wert, den ich reinkriege, muss ich in die Funktion stecken und ich darf die Funktion nur einmal anwenden. Und dann bleibt meistens keine andere Wahl mehr. Deswegen gibt es auch die Extension Deriving Functor, womit man das dann automatisch generieren lassen kann, weil der Functor eben so beschränkt ist und so festgenagelt ist. Kommen wir zu der nächsten. Noch weitere Fragen? Ansonsten gehen wir weiter zur nächsten Klasse. Das ist Applicative. Das ist ähnlich zu Functor. Nur bei Applicative kann die Funktion auch in dem Kontext liegen. Das sieht man an der Definition. Wenn wir erstmal nur die untere Zeile angucken, sehen wir hier Apply hat den Typen F von A nach B nach F A nach F B. FMAP hatte nur den Typen A nach B nach F A nach F B. Das heißt, da taucht jetzt einfach nur ein F auf. Und wir kriegen eine zweite Funktion dazu, Pure. Pure bringt Elemente einfach nur in den Standardkontext. Zum Beispiel, wenn ich Pure 5 mache und das als Liste haben will, kriege ich die Liste mit nur 5 drin. Wenn ich Pure 5 habe und ich möchte einen Maybe haben, dann kriege ich Just 5. Wenn ich einen Either haben will, kriege ich Write 5. Ich kriege immer den korrekten Fall konstruiert und brauche mich darum nicht kümmern. Und das, ja, das habe ich alles gesagt. Und als Beispiel die Implementation davon. Ja? Von Liste. Gib mir eine Liste, in der du die 5 eingebettet hast. Das ist dann die Liste, in der nur die 5 drin ist und nicht etwa die Liste mit unendlich vielen 5en oder die leere Liste oder Liste mit irgendwas anderem drin. So. Kommen wir zum Beispiel, die Applicative-Instanz von Maybe. Das ist, Pure ist einfach nur Just. Das heißt, wenn wir Pure 5 haben, kriegen wir Just 5. Ja, der zweite Fall ist, wenn wir als Funktion Nothing haben, können wir nichts machen und geben Nothing zurück. Das erste ist hier immer die Funktion. Und wenn wir als Funktion just eine Funktion haben und ein Maybe irgendwas, dann fmappen wir einfach die Funktion, weil fmap ist definiert und dann sind wir fertig. Ich meine, man könnte das jetzt noch weiter aufschlüsseln, ob hinten ein Nothing steht und dann Nothing zurückgeben, aber dann machen wir einfach nur Arbeit doppelt, sondern wir können einfach das fmap, was wir eben definiert haben, wiederverwenden. Die Frage war, wie man das im Code aufruft. Im Code hast du dann meistens Typinferenz. An deiner Funktion steht ein Typ dran und dann weiß Haskell, was für ein Typ das Pure haben möchte. Die Funktion erwartet einen Parameter, dann weiß Haskell, der muss jetzt so und so aussehen. Wenn das nicht der Fall ist, muss ich das explizit mit hat-Typ dran schreiben. Also mache ich Doppelpunkt, Doppelpunkt, maybe int oder so. Dann kriege ich es auch in den Kontext. Machen wir das noch als zweites Beispiel auf Listen. Wie gesagt, wenn wir Pure A haben, ist das einfach nur die einelementige Liste mit dem A drin. Wenn wir eine Liste von Funktionen haben, FFs, und eine Liste X, dann fmappen wir F auf die Liste und erhalten eine neue Liste und verketten den rekursiven Aufruf. Das wird, das ist ein bisschen kompliziert. Wir können hier nicht irgendwas zurückgeben wie Liste von Listen oder so, weil wir durch die Typsignatur daran gebunden sind, dass wir Liste A zurückgeben. Und wenn wir halt eine leere Liste haben, brechen wir ab. Das ist unser rekursives Ende. Jo. Gibt es dazu Fragen oder? Ja. Das ist Apply, das ist die Funktion, das hatten wir, dieses Mal in den spitzen Klammern ist die Funktion, die wird einfach definiert. Das ist, ist wie FMAP, ist einfach eine Funktion, die definiert wird. Und da wir das als Operator definiert haben, ist das infix und wir können es schön auf die linke Seite und auf die rechte Seite schreiben und müssen dann nicht zwei Parameter angeben. Genau, wir haben eine Liste von Funktionen, die auf eine Liste von Werten angewendet wird. Und das heißt, wir werten jede Funktion einmal auf die Liste an und kriegen dann eine riesige Menge an Listen und die ganzen Listen klatschen wir einfach zusammen. Das wird hoffentlich in den Beispielen nachher klar. Auch für Applicative gibt es Regeln und Gesetze. Das sieht jetzt erstmal schrecklich aus, bis man sich klar macht, was die Dinge eigentlich alle heißen. Weil abgesehen von dem letzten, also abgesehen von der Verkettung, das letzte Gesetz, sagen die einfach nur, verhalte ich wie ein Funktor. Also verhalte ich genauso wie ein Funktor und mache da nicht irgendwas Komisches. Zum Beispiel die erste Definition, pure f,
Wenn ich das in den Standardkontext bringe, ist das nichts anderes als FMAP. Wenn ich die Identität FMAP, wenn ich die Identität applye, passiert nichts. Und wenn ich einfach zwei Werte im Standardkontext habe, kriege ich ein Ergebnis im Standardkontext. Sind einfach nur sind zwar Gesetze, die gelten müssen, aber wenn man eine valide Funktorinstanz hat, gibt es die ersten vier geschenkt. Und das fünfte ist einfach nur, dass das apply in der richtigen Reihenfolge das macht. Wenn ich zum Beispiel A, apply B, apply C habe, muss wohl definiert sein, in welcher Reihenfolge die abgearbeitet werden. Ich wollte euch nur die Gesetze einmal... Ja? Das Dollarzeichen ist die... also die Frage war, was es mit dem Dollarzeichen in der vorletzten Zeile auf sich hat. Dollar ist die Delayed Function Application. Das heißt in diesem Kontext einfach, Dollar Y heißt, Y ist das Argument der Funktion und die Funktion wird auch übergeben. Das ist eine Funktion, die Y als Argument liefert. Also Y als erstes Argument anwendet. Sonst noch Fragen? Unklarheiten? kommen wir jetzt zum spaßigen Teil, zu den Beispielen. Was ist just plus 1 auf just 3? Also just plus 1, apply just 3. Das ist, habe ich schon gehört hier, das ist just 4. Wenn ich nothing apply auf just 3, das ist nothing, weil ich habe keine Funktion. Wenn ich pure plus 1 auf right 2 anwende, genau, das ist right 3. Pure hebt das in den Standardkontext. In dem ersten Fall habe ich dann pure plus... plus 1 ist die Funktion. Und pure hebt die Funktion in den Standardkontext. Das heißt, ich habe dann right plus 1. Und dann kann ich right plus 1 apply auf right, plus, auf right 2 machen. Und dann habe ich wieder quasi das, was im ersten Beispiel ist. Ich habe das dann einfach angewendet. Ja? Über Typinferenz. Weil hier gebe ich als zweiten Parameter einen write an und dann weiß er, der Standardkontext muss write sein, weil ansonsten ist diese Funktion gar nicht definiert. Das ist Typinferenz, das heißt, ich brauche das da nicht dran schreiben. Das sieht man hier, weil hier mache ich nämlich nochmal pure plus 1, diesmal auf just 2. Und was kommt da wohl raus? Just 3, genau. So, deswegen pure ist es egal, welcher Kontext das ist. Ich kann das in jedem Kontext verwenden und der Kontext bestimmt, in welchem Kontext es gehoben wird. So. So, ja. Naja, wenn du das auf left 2 machst, hast du den Fehlerzustand und die Definition ist, dass du den Fehlerzustand einfach zurückgibst. Dann hast du ein left 2. Das wird dann gar nicht ausgeführt. Weil wenn wir einen left-Zustand haben, wird die Funktion nie ausgeführt. So, das nächste Beispiel ist etwas trickreicher. Wir haben jetzt eine Liste von Funktionen und eine Liste von Zahlen. Wir haben die Funktion plus 1 und die Funktion mal 2 und die Zahlen 1 bis 5. Was kommt da wohl bei raus? Du kannst dir überlegen, wie es definiert wird. Du musst jetzt eine Liste von Zahlen rauskriegen. Ja, und zwar keine Liste von Listen. Und du solltest beide Funktionen verwendet haben. Und beide Funktionen auf die gesamte Liste verwendet haben. Doch. Ja? Genau. Also wir kriegen erst die Liste, wo die plus 1 angewendet wird und dann die Liste, wo die mal 2 angewendet wird und das wird zusammengelegt. Und jetzt kommt das trickreichste Beispiel, wieso Implicative so toll ist. Wir haben pure mal applied auf Liste 1 bis 3 applied auf Liste 1 bis 3. Moment. Ja?
Ja, und was für eine Liste kommt raus? Nee. Nein, wenn es gleich wäre wie ZIP, dann würden wir ZIP nehmen. Dann würden wir nicht extra was anderes definieren. Gibt's. Ja, das ist korrekt. Was der erste Schritt macht, man kann das von vorne nach hinten lesen. Wir machen pure mal angewendet auf die Liste 1 bis 3. Das gibt uns die Liste mal 1, mal 2, mal 3. Und diese Liste wenden wir dann wieder auf die Liste 1 bis 3 an. Und das gibt uns mal 1 die Liste, verkettet mit mal 2 die Liste, verkettet mit mal 3 die Liste. Und das ist die Liste 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9. Ja? Das war, glaube ich, über einen Lambda-Ausdruck oder so? Ja. Lass mich gerade mal überlegen. Das ist korrekt, weil der Punkt die Sachen vertauscht. Der Punkt sagt, wende erst V an und wende dann U an. Und deswegen ist das hinten erst das V angewendet und dann das U angewendet. Und ansonsten geht das von links nach rechts durch. So. Gibt es noch Fragen? Mal ist eine Operation mit zwei Argumenten. Und wenn wir das jetzt anwenden, dann setzen wir das erste Argument und dann haben wir 1 mal, 2 mal, 3 mal. Genau. Und damit haben wir dann eine Liste von Funktionen generiert, die wir dann weiterverwenden können. Damit kann man übrigens ganz schnell ganz komplexe Datenstrukturen erschaffen. Mit Zwischenergebnissen an der Tafel. Haben wir hier Kreide da? Also, wenn wir diesen Ausdruck, wenn wir sagen pure mal, applied auf 1 bis 3, das liefert uns einfach die Liste mit 1 mal, die auf das zweite Argument wartet, 2 mal, die auf das zweite Argument wartet und 3 mal, die auf das zweite Argument wartet. Und dann machen wir genau dasselbe wie einen Fall vorher, dass wir das wieder anwenden. Wir wenden jetzt diese Funktionen alle einzeln auf die Liste an und wenn wir die jetzt nochmal auf die, wenn wir die jetzt nochmal auf die Liste 1 bis 3 anwenden, dann kriegen wir halt 1, 2, 3. Von dieser Liste kriegen wir 2, 4, 6 und von dieser Liste kriegen wir 3, 6, 9. Und die ganzen Listen hängen wir dann wieder zusammen. Das heißt, der Trick ist es, wir können hier ganz schnell, wir nehmen eine Funktion mit n Argumenten und kriegen dann alle möglichen Werte raus für, das kann man auch anders lesen mit, du nimmst eine Funktion, man nimmt eine Funktion mit n Argumenten, gibt einem dann eine Liste für den ersten Wert, dann eine Liste für den zweiten Wert, dann eine Liste für den dritten Wert und so weiter und kriegt am Ende das Ergebnis mit allen Funktionen, mit allen Kombinationen, die man haben wollte. Und kann dann die zum Beispiel filtern oder als Ergebnisraum nutzen, indem man dann sucht. Gibt es sonst noch Fragen oder ist das... Na gut, machen wir weiter. Die nächste Typklasse, die kommt, ist Monoid. Monoid sollte euch allen schon mal begegnet sein, vielleicht nicht unter der Bezeichnung. Monoid ist einfach nur eine Menge mit assoziativer Operation und neutralem Element. Zum Beispiel, wenn ihr habt die natürlichen Zahlen mit der 0 und der Addition,
bilden einen Monoiden, weil ich zwei Zahlen einfach addieren kann und ich erhalte wieder eine natürliche Zahl. Und 0 ist das neutrale Element. Wenn ich die natürlichen Zahlen und die Multiplikation nehme, jetzt ohne 0, dann kann ich zwei natürliche Zahlen multiplizieren, ich erhalte eine natürliche Zahl und 1 ist das neutrale Element. Das ist einfach nur das Konzept mit, ich habe eine Verknüpfung, die irgendwie zwei Sachen zu einer macht und irgendwie ein Element, was sich neutral verhält. Das Ganze spiegelt sich dann in der Definition wieder. Wir haben einmal das MMT, was unser neutrales Element ist, und wir haben unser MAppend, was die Funktion ist, die einfach zwei zu einem zusammenfügt. Und zwar, wenn man jetzt mal weggeht von Zahlen, kann man das auch zum Beispiel auf Listen sehen. Wir haben eine Funktion, die zwei Listen zu einer Liste zusammenfügt, und die Funktion ist zum Beispiel plus plus. Da kommen wir später auch nochmal zu. Automatisch mitdefiniert in dieser Monoid-Klasse wird dann noch mConcat mit der Standardimplementation, foldr, mAppend, mEmpty, was einfach nur, das kriegt eine Liste von A's rein und wendet die Funktion so lange an, bis das Ding auf einen Wert reduziert ist. Monoide, die ihr schon kennt, sind zum Beispiel Listen mit Lehrerliste und Plus-Plus. Bäume sind Monoide, natürlichen Zahlen mit Multiplikation sind Monoide, natürliche Zahlen und Null mit Addition sind Monoide, ganzen Zahlen mit Plus sind Monoide und so weiter und so weiter. Die tauchen überall auf in der Mathematik und auch in der Programmierung. Ja? Ein Funktor ist keine, die Frage war, wir hatten eben, dass Listen auch Funktoren sind und ob Funktor eine Unterklasse von Monoid ist. Nein, die beiden haben nichts miteinander zu tun, außer dass Liste beide Eigenschaften hat. Eine Liste hat halt so viel Struktur, die hat viele verschiedene Eigenschaften. Die ist ja auch ein Applicative und ein Funktor und ein Monoid und noch ein paar andere Sachen mehr, zu denen wir gleich kommen. Ja? Also Liste ist immer so das Standardbeispiel, an dem man sich viel klar machen kann. Für mAppend gibt es auch eine Infix-Schreibweise, die meistens in der Literatur dann geläufig ist. Das ist dieses kleiner größer, was eigentlich ein Diamant darstellen soll, was der Verknüpfungsoperator auf Listen oder auf sonst irgendwas. Das findet man häufig in wissenschaftlichen Papers, diese Notation, und deswegen gibt es diesen Operator in Haskell. Das mAppend nimmt dir zwei Werte und generiert dir daraus einen. Das heißt, du nimmst zum Beispiel zwei Zahlen und generierst eine neue Zahl, die zum Beispiel die Summe der beiden Zahlen ist. Du nimmst zwei Listen und generierst eine Liste, die die beiden Listen hintereinander gehängt ist. Da kommen wir jetzt gleich zu. Das sind nämlich die... wo ist meine Folie? das kommt später. Man muss ja immer, wenn man die Klasse definiert, muss man immer dazu auch eine Instanz schreiben, weil wir hatten hier die Definition von Applicative, das wird mit Class eingeleitet, und hier dann eine Instanz. Das regelt, was jetzt tatsächlich ausgeführt wird. Und das mAppend und mEmpty sind dann einfach nur Aliase für, ich möchte jetzt nicht auf jeder Klasse raussuchen, was da genau gemacht wird, sondern ich möchte einfach sagen, für alle Klassen, die ein Monoid ist, funktioniert das hier, aber ich möchte mich nicht um die Details kümmern. Oder die Details werden halt dann woanders erklärt. So. So. Kommen wir zum nächsten Teil. Jetzt kommen wir zu Monaden. Monaden möchte ich etwas anders einführen als Funktor, Applicative, Monoid, was wir gerade gemacht haben. Sondern ich möchte die erstmal motivieren, weil ansonsten, wenn man einfach nur die Definition sieht, sagt die einem nicht viel, sondern man muss ein bisschen Verständnis dafür haben, wozu brauche ich den ganzen Krempel. Es gibt dann immer so Erklärungen, wie man kann auch ohne Monaden funktional programmieren, Monaden sind nichts als ein Semikolon in anderen Sprachen oder Monaden arbeiten im Hintergrund. Eigentlich sind Monaden nur ihre Definition. Und was man damit machen kann, sind viele, viele verschiedene Dinge. Man kann damit im Hintergrund arbeiten, man kann aber auch einfach eine Monade bauen, die nichts im Hintergrund macht. Man kann sie wie ein Semikolon missbrauchen, man kann aber auch andere Dinge damit machen. Deswegen ist das alles nicht so ganz genau. Richtig ist, man kann auch ohne funktional programmieren. Aber man möchte es nicht. nehmen wir einfach mal ein Beispiel.
Aufgabe ist es, die Funktion f zu schreiben, die einen Maybe-Header zurückliefert. Und wir haben die drei anderen Funktionen gegeben. Wir haben ein Get-Inbox, was uns Maybe einen Folder gibt. Wir haben uns Get-First-Mail, was uns Maybe eine Mail gibt, weil vielleicht ist das der Folder ja leer. Und wir haben Get-Header, was uns Maybe einen Header gibt, wenn die Mail einen hat. Kann ja sein, dass sie doof formatiert ist und dann keinen Header hat. Wenn wir das jetzt ohne Monaden schreiben würden, sieht das so aus. Das ist viel Code und hässlich. Und zwar machen wir erst Case GetInbox, weil wir GetInbox gibt uns ja maybe ein Folder. Und dann müssen wir sagen, wenn wir just den Folder haben, machen wir dies hier. Und wenn wir nichts haben, geben wir nichts zurück, weil was sollen wir machen? Wenn wir dann die erste Mail aus dem Folder geholt haben, müssen wir mit just der Mail irgendwas machen. Oder wir haben wieder den Nothing-Fall. Und wenn wir dann endlich eine Mail haben, dann müssen wir den Header holen und entweder haben wir dann einen Just-Head, den returnen wir dann, oder wir haben ein Nothing und sind fertig. Das Ganze ist klar, was das tut. Das im Prinzip ist die Aufgabe, wir verketten einfach nur die drei Funktionen. Wenn man die Typen anguckt, sieht man Maybe-Folder, hey, das passt mit dem Folder davor, nur das Maybe stört. Maybe-Mail passt mit dem Mail, nur das Maybe stört. Und in der Monade geht es jetzt darum, diesen Störfaktor rauszukriegen. Weil mit Monaden sieht das Ganze so geschrieben aus. Sollte euch schon mal bekannt vorkommen, Do-Notation hattet ihr letzte Woche schon mal am kleinen Beispiel. Das hier ist jetzt, hol mir den Folder aus Get-Inbox. Dann packst du den Folder an Get-First-Mail, kriegst die Mail raus. Mit der Mail packst du in Get-Header, kriegst den Header raus und returns den Header und bist glücklich. So, wie funktioniert diese ganze Magie? Monaden benutzen zur Verkettung von diesen Funktionen die Funktion bind und können dann damit auch Arbeit im Hintergrund übernehmen, um die wir uns einfach nicht jedes Mal kümmern wollen. Die Definition ist, haben wieder einen Return, was etwas in den Standardkontext bringt. Das ist meistens eigentlich immer pure. Und die zweite Funktion, das ist dieses lustige Zeichen heißt bind. Das hat die Funktion, hat den Typen MA nach A nach MB nach MB. Und die Aufgabe ist klar, wir kriegen ein MA, wir haben aber nur eine Funktion, die nur das A nehmen kann. Was jetzt die Aufgabe von bind ist, ist das A aus dem MA auszupacken und die Funktion anzuwenden. Ja, und ja. Für maybe sieht das so aus, return ist einfach pure, was nichts anderes als just ist. Und wenn wir bei Monaden ist es jetzt wichtig, wir haben den Wert des links stehen und nicht links die Funktion. Und wenn wir ein just a haben, also ein a-Wert, dann wenden wir einfach die Funktion an. Und wenn wir ein nothing haben, dann können wir auch nichts mit der Funktion machen und geben das nothing zurück. Auf Listen ist return auch wieder pure. Und wenn wir eine Liste haben, dann hat die ein erstes Element und ein Rest der Liste. Und f ist diesmal eine Funktion, die uns eine Liste generiert. Wir dürfen aber nur eine Liste zurückliefern. Und was wir dann machen ist, wir generieren die Liste fx und wir verketten sie rekursiv mit allen anderen Listen, die generiert werden. Und wenn wir bei der leeren Liste ankommen, hören wir auf. Ist das klar? Ja, oder so. Das ist bei Listen ist das, wir haben den Typen, wir kriegen eine Liste von A's rein und wir kriegen eine Funktion A nach Liste B. Die zum Beispiel irgendwie, zum Beispiel die Funktion thrice oder so, die einfach dreimal den Wert zurückliefert als Liste. Und damit können wir eine Liste einfach verdreifachen. Die Aufgabe von bind ist, es muss dieses a irgendwie aus dem m rauskriegen, um dann die Funktion anzuwenden. Das steckt im m drin, weil wir zum Beispiel eine Funktion aufgerufen haben, die uns ein maybe irgendwas zurückgeliefert hat. Wir haben ein maybe in zurückgekriegt. Das war ja das Beispiel, mit dem ich das motiviert habe. Wir kriegen eine Funktion, also wir kriegen ein maybe folder am Anfang rein. Wir haben aber nur eine Funktion, die nur mit Foldern klarkommt, aber nicht mit maybe Foldern. Ist das klarer? Genau.
Genau, wir kriegen bind macht in dem Fall kriegt maybe folder und die Funktion folder nach maybe mail und gibt dir ein maybe mail zurück. Das heißt, es packt den Folder aus dem maybe aus, wendet die Funktion an und gibt dir dann ein das zurück, was du haben wolltest. Ja. F ist diesmal eine Funktion von A nach Liste B. Und nicht eine Funktion von A nach B. Das sieht schon sehr ähnlich aus. Ist auch nicht zufällig die Ähnlichkeit. Das wird später nochmal klar. Das hängt alles zusammen. Das sind dieselben Konzepte, nur mit unterschiedlichen Funktionen und auf unterschiedlichen Ebenen. Und die werden dann sukzessive, kann man damit mehr machen. Functor am Anfang war noch ganz eingeschränkt. Damit kann man relativ wenig machen. Aber meistens reicht das schon. Und wenn wir eine Monade haben, können wir damit relativ viel machen. Ja. Zurück zu unserem Beispiel. Wie helfen nun die Monaden? Wir hatten ja das gerade einmal für Maybe. Und wir waren eben auch schön in der Maybe-Monade. Das ist jetzt nochmal der Code. Und wenn wir jetzt einfach nur bind anwenden, bind erwartet eine Funktion, die dann nur den Just-Fall bearbeitet. Und was wir da einfach machen, wir können das umschreiben zu dem hier. Wir machen getInbox, machen bind und generieren eine neue Funktion. Das machen wir einfach mit einem Lambda. Und zwar eine Funktion, die einfach nur noch den Folder kriegt. Die muss sich nicht mehr darum kümmern, dass das ein Just-Folder ist oder ein Nothing oder so, sondern die kriegt einfach den ausgepackten Folder. Und dann rufen wir getFirstMail auf und binden das wieder an eine Lambda-Funktion, die sich dann nur noch um den Just-Fall kümmern muss. Das heißt, bind fängt hier den Nothing-Fall ab und unser Code ist schon mal ziemlich stark geschrumpft. Nämlich um 3 Zeilen oder so. Und wir brauchen uns dann nur noch mit Funktionen zu beschäftigen, die sich um den Just-Fall kümmern und der Nothing-Fall ist uns egal. ja. Diese ganze Notation mit diesen ganzen Lambdas, die sieht immer noch ziemlich hässlich aus. Und deswegen kriegen wir von Haskell als Sprache eine Unterstützung. Und das ist diese Do-Notation. Und diese Do-Notation kann das hier so umschreiben. Wenn wir mal überlegen, das X wäre das Get-Inbox, dann ist das Lambda V das Folder. Das heißt, vor dem Pfeil sind wir in der Lambda-Funktion und haben es schon ausgepackt und können einfach den Rest anwenden. Und das X ist halt das Get-Inbox. Und so können wir die dann ineinander stecken. Und man kann sich das einfacher merken, wenn man einfach sich überlegt, der Pfeil extrahiert den Wert aus der Monade. Natürlich bin ich da noch in der Monade. Get-Inbox hat den Typ Maybe-Folder. Folder hat nur noch den Typ Folder. Und für den Rest des Do-Blockes gilt Folder dann, ist Folder dann vom Typ Folder und ich kann das dann auch mehrfach verwenden. Ein Problem gibt es, dieses automatische Zusammenfassen funktioniert nur, wenn alle Funktionen, die wir irgendwie haben, alles in derselben Monade zurückliefern. Das haben wir hier gehabt, weil, wenn ich nochmal zurückgehe, die Funktionen haben alle in maybe geendet. Das waren alles Funktionen von A nach maybe B. Und deswegen konnten wir das mit der Do-Notation so schön verknüpfen. Was wir machen, wenn das nicht der Fall ist, kommen wir nächste Woche zu. In manchen Fällen können wir dann sogar auf die Do-Notation verzichten. Und zwar in dem Fall, wenn die Ausgabe von der ersten Funktion die Eingabe von der zweiten Funktion ist. Dann können wir direkt einfach bind schreiben und dann können wir unser F sogar so kurz schreiben, dass wir einfach sagen, getInbox, das Ergebnis schmeißt du an getFirstMail, das Ergebnis schmeißt du an getHeader. Und damit haben wir die gesamte Funktion definiert und brauchen nicht diese 10 Zeilen schreiben. Und sobald irgendein Fall Nothing wirft, sobald irgendeine Funktion ein Nothing wirft, bricht die Berechnung ab und wir kriegen eine Nothing zurück. Wir wissen, irgendwo ist ein Fehler aufgetreten. Wenn wir zum Beispiel Either nehmen, können wir dasselbe machen. Dann können wir auch, Either ist nämlich auch eine Monade, das dürft ihr dann selber schreiben, wie man das dann mit Left macht und so. Bei Either kriegen wir dann zum Beispiel immer die Fehlermeldung zurück, wenn irgendwo was fehlgeschlagen wird. Dann können wir in jeder Funktion eine andere Fehlermeldung zurückgeben. Mit Maybe kriegen wir einfach nur Nothing zurück, wenn wir zum Beispiel nicht an der Fehlermeldung interessiert sind. Hm?
Das gut aufgepasst, das Return hätten wir auch weglassen können, wenn wir den Header nicht auspacken. Return hebt es ja nur in das Just Header. Wir hätten eigentlich das Header aus der letzten Zeile weglassen können und dann das Return Header, dann hätten wir uns noch eine Zeile gespart. Das ist nicht das Return aus Sprachen wie Java oder so, wo dann die Funktion abgebrochen wird. Sehen wir auch nachher noch Beispiele, wo Return einfach mitten im Do-Block auftaucht. So. Eine weitere Funktion, die einem in dem Kontext begegnet, ist einfach der Doppelpfeil, ohne das gleich. Das ist definiert als, wir nehmen M, gebindet nach Lambda irgendwas, nach K. Das heißt, egal welchen Wert wir reinkriegen, wir schmeißen ihn weg und führen einfach unsere Funktion aus. Ist egal. Das Beispiel darunter ist putStringLine, geben Sie etwas ein, hat den Typ IOUnit, an Unit sind wir nicht interessiert, das schmeißen wir weg und wir führen getLine aus, warten auf eine Eingabe und das Ergebnis der Eingabe schmeißen wir dann wieder als Ausgabe drauf, Ausgabe raus. Das heißt, das Programm sagt, geben Sie einen String ein, wartet auf die Eingabe, man drückt Enter und das, was man eingegeben hat, kommt gleich direkt wieder zurück. Und das ist komplett ohne Do-Notation, also ganz kleine Sequenzen vom Programm kann man auch ohne Do-Notation schreiben. Wenn man das für größere Blöcke macht oder wenn man die Variablen über einen Funktionsaufruf retten will, dann muss man Do-Notation verwenden und das wird komplizierter. So, ja? Du darfst die Schreibweise auch innerhalb einer Do-Notation verwenden. Das ist eine ganz normale Funktion, die du aufrufst und du kannst das einfach überall verwenden. Du kannst auch sagen, F gleich getLine bind putStringLine. Dann hast du eine Funktion definiert, die immer getLine putStringLine macht. Du kannst das einfach als neue Funktion definieren, das ist dann ein Programmbaustein. Und dann baue ich noch 10 andere Programmbausteine und dann baue ich mein Programm aus Programmbausteinen zusammen. Es geht alles immer um dieses Zusammenbauen-Prinzip. Wir lernen hier nur, wie man diese kleinen Teile baut und dann geht es später nur noch ums Puzzeln, wie stecke ich das zusammen? Und da hilft dann das Typsystem, das sagt, da hast du irgendwas falsch gepuzzelt, dann spiele ich noch mal ein bisschen dran rum und dann läuft es wieder. So, Monaden sind auch mathematische Objekte, wer hätte es gedacht? Und Monaden haben Regeln. Und Regeln ist einmal die Linksidentität, also dass wir links ein neutrales Element haben. Das ist einfach, wenn wir Return X machen, ist es so, als hätten wir einfach nur F angewendet. Wenn wir rechts einfach nur Return machen, Bind packt das aus, also M nach Bind, dann wird es ausgepackt und Return packt es wieder ein. Das heißt, wenn wir es auspacken und einpacken, passiert auch nichts. Das ist die Rechtsidentität und die Assoziativität ist sehr schwer zu sehen. ist aber korrekt so. die ist so schwer zu sehen und weil die so schwer zu sehen ist, kann man sich eine noch schlimmere Funktion definieren. Für jede Monade M kann man sich einfach diese Funktion definieren. Wir nehmen ein B nach MC und ein A nach MB und klatschen das zusammen und kriegen ein A nach MC. Das ist einfach, wir verketten einfach diese beiden Funktionen. Also wir verketten diese beiden monadischen Funktionen. Also wir kriegen ein A nach MB und ein B nach MC und kriegen am Ende eine Funktion A nach MC. Ist das klar? Wenn wir diese Definition verwenden und einfach oben einsetzen, dann ändern sich die Regeln dahin. Dann haben wir nur noch Return und F gibt F, F und Return gibt F und F und G und H ist F und G und H. Und schon sieht das aus wie, ja, das ist ein neutrales Element und das ist assoziativ. So kann man es vernünftig erkennen. Und jetzt sieht man auch, dass zum Beispiel Return das neutrale Element ist. Das sollte euch vielleicht an etwas erinnern. Assoziative, ihr habt eine assoziative Operation und ein neutrales Element. Da kommen wir später. Gleich zu. Die Regeln sind im Prinzip nur Funktionsverkettung auf Monaden, also Funktionsverkettung auf Bind, dass das wohl definiert ist, dass das kein Bullshit macht. Und jetzt kommen wir dazu, jede Monade können wir auch als Monoid auffassen, wenn wir sagen, Return ist das neutrale Element und Bind ist die Verknüpfung. Wenn wir sogar weitergehen und analog sagen, Return ist sowas wie 1 und Bind ist sowas wie Multiplikation, was ist denn dann 0 und was ist Addition? Und einige Typklassen gibt es, die das erfüllen. Zum Beispiel Listen, die sind dann Instanz von Monad Plus. Das heißt, ich habe eine 0 mit der Folge, dass wenn ich zum Beispiel eine Operation, eine
Sequenz von Binds, also A, Bind B, Bind C und so weiter, habe und da taucht irgendwann zwischendurch eine 0 auf, kriege ich eine 0 hinten raus, weil ich einfach mit einer 0 multipliziert habe, in Anführungszeichen. Und M plus ist einfach eine additive Operation. Kommen wir zu dem Beispiel, wir haben eine Instanz Monad plus von Liste, M0 ist die leere Liste und M plus ist die Listenverkettung. Wenn ich zwei Listen habe, kann ich sie mit der Listenverkettung verketten und kriege eine Liste raus. Und wenn ich die leere Liste verkette, entweder verkette ich sie vorne oder ich verkette sie hinten, dann kriege ich dieselbe Liste wieder raus. Also bildet das ein Monoid und da kriegt man wieder dieselbe Struktur. Ist das klar? Ich sehe hier fragende Gesichter. Ja, man kann es geht in die Richtung. Monoid ist eine schwächere Gruppe. Monoid ist, also es geht wirklich in die Richtung Gruppe und Körper. Nur du hast halt sowas wie ein inverses Element hast du nicht. Was ist das Inverse von Liste 5? Ja, man kann sich da lustige Dinge überlegen, aber deswegen beschränkt man sich meistens nur auf Monoide, weil was ist das inverse Element? Genau genommen gibt es für Monad Plus, weil die Addition und die Multiplikation brauchen auch immer ein Distributivgesetz, damit die vernünftig miteinander klarkommen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, das Distributivgesetz aufzubauen. Entweder analog zum Körper. Das heißt, wenn wir A plus B mal C haben, können wir das auch schreiben als A mal C plus B mal C. Oder wir können das als, das wird Left Catch genannt, machen. Und der Unterschied ist, wenn wir 0 plus A rechnen, also im einen Fall, wenn wir es ganz normal machen, wie wir es gewohnt sind, wenn wir 0 plus A rechnen, kriegen wir A raus. Und wenn wir A plus 0 rechnen, kriegen wir A raus. Das ist das Normale, was wir kennen. Und mit Left Catch kann man das auch definieren. Wenn wir 0 plus B rechnen, kriegen wir B raus. Und wenn wir A plus B rechnen, kriegen wir nur A. Die Idee dahinter ist zum Beispiel, wenn ich Maybe habe und ich habe eine Liste von ganz vielen Nothings und irgendwo ist ein Maybe drin. Dann kann ich das einfach mit Plus verknüpfen und die Nothings werden so lange weggeschmissen, bis ich das erste Just kriege. Und dann weiß ich nicht, wie ich zwei Justs verknüpfen kann. Und deswegen muss ich einfach das linke behalten. Weil zwei Justs, Just A plus Just A, was soll das sein? Ja, gut. Gibt es noch Fragen zu Monad Plus? Das ist keine ganz so wichtige Typklasse, aber sie taucht später nochmal auf. Deswegen wollte ich sie einmal einführen. Gut, keine Fragen. Sehr schön. die Do-Notation, die wir eben gesehen haben, die hängt mit der Monade zusammen. Also wir haben gesehen, die Monade ist über Bind definiert und die Do-Notation ist einfach nur syntaktischer Zucker für diese Bind-Notation. Also wir können jede Do-Schreibweise immer in Bind-Schreibweise umschreiben. Und die Konsequenz davon ist, dass die Do-Notation sich für jede Monade anders verhält. Das heißt, wenn wir Do machen auf I.O., macht das was anderes, als wenn wir Do machen auf Maybe. Vorher hatten wir Do häufig nur im Kontext I.O., weil wir viele I.O.-Funktionen gehabt haben mit Read-File, Write-File und so weiter und so weiter. Aber wir gehen jetzt im Folgenden auf Do-Notation in anderen Kontexten ein. Konkret einmal auf Do-Notation im Kontext von Listen und einmal Do-Notation im Kontext von State. Kommen wir zu den Listen. Die List Comprehension, die solltet ihr schon kennen. Wir nehmen die Liste aller x mal y, wobei x von 1 bis 5 kommt, y aus 1 bis 5 und x plus y ist auch 5. Dann kriegen wir halt eine Liste zurück. Das ist alles nur syntaktischer Zucker für die Do-Notation. Das heißt einfach nur Do x von 1 bis 5, y von 1 bis 5, guard x plus y gleich 5, return x mal y. Und hier kommt das Guard mit Monad Plus wieder zum Zug, weil das Monad Plus mit dem M0 bricht alle Tupel von X und Y ab, die Bedingung nicht erfüllen. Das heißt, wir multiplizieren mit 0, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, und ansonsten multiplizieren wir mit Unit, was wir dann auch wieder wegschmeißen. Aber wir kriegen wenigstens was raus. Und so können wir die
List Comprehension in Do-Notation umschreiben. Die Do-Notation können wir dann auch wieder in Bind-Notation umschreiben. Und dann kriegen wir raus, was da eigentlich im Hintergrund abläuft. Das heißt, ihr merkt schon, viele dieser syntaktischen Sachen in Haskell lassen sich auf andere zurückführen. Und im Prinzip ist alles nur Funktionsapplikation. Komplett Haskell lässt sich zurückführen auf, ich habe eine Funktion, die genau ein Argument nimmt und die wende ich an. Und also ich kann das alles wieder komplett runterbrechen. Das sind alles nur Schichten, die man sich aufbaut, um das schneller zu schreiben, schöner zu schreiben. Ne? So, gibt es dazu noch irgendwelche Fragen, wieso das dasselbe ist? Gut. Kommen wir zu State. Häufig hat man halt das Problem, dass man irgendeine Art von Zustand in seinem Programm herumreichen möchte. Sei es irgendwelche Tastenbelegungen, seien es irgendwelche Config-Dateien, seien es irgendwelche Spielstände, die man buchhalten möchte, seien es irgendwelche Sachen. Generell alles, was so in anderen Sprachen unter dem Wort Variablen auftaucht. Wenn ich irgendwie einen globalen Speicher von Variablen halten möchte, in den ich rumschreiben möchte, dann nehme ich State. Hierzu gibt es einfach zwei Möglichkeiten. Ich übergebe den Zustand immer an jede Funktion. Das heißt, ich erweitere meine Funktion einfach um ein Argument, das der Zustand ist, und dann hoffe ich, dass die Funktion damit das Richtige macht oder nichts macht. Oder ich verstecke diesen Zustand in einer Monade. Das heißt, Bind ist dann dafür verantwortlich, die Funktion einfach den Zustand weiterzureichen. Letzteres hat den Vorteil, dass man auch Funktionen aufwerten kann, die den Zustand ignorieren. Wenn ich zum Beispiel die Funktion habe x mal x, dann interagiert die ja nicht mit dem Zustand. Die möchte ich jetzt aber trotzdem vielleicht auf meinen Wert verwenden. Und wenn ich jetzt den Zustand immer als Parameter haben würde, dann müsste ich x mal x noch umschreiben mit, es nimmt einen Zustand und es gibt dann den Zustand irgendwie wieder zurück und so weiter und so weiter. Die State-Monade macht von sich aus keine Magie im Hintergrund. Die hält einfach nur den Zustand und alles, was man damit macht, ist quasi interaktiv. Nur Haskell merkt sich im Hintergrund dann den Zustand. Und der Typ ist State SA, wobei S der interne Zustand ist und A ist der Rückgabewert der Funktion. Das heißt, wir haben jetzt in der Funktion quasi zwei Rückgabewerte, einmal das S und einmal das A. Und um damit zu arbeiten, gibt es dann Hilfsfunktionen. Die Hilfsfunktion get, die einfach den internen Zustand in die Ausgabe kopiert. Das heißt, ich kann mir angucken, wie ist der interne Zustand. Put, was einfach einen internen Zustand setzt und unit zurückliefert als Wert, also macht einfach gar nichts. Und modify, was eine Funktion auf dem internen Zustand anwendet. Und damit kann man dann den internen Zustand jeweils holen, setzen oder modifizieren. Gibt es zu dem Gebiet Fragen oder? Was State macht. State hält einen Zustand im Hintergrund. Ich möchte zum Beispiel einen Punktestand über meine Funktionsaufrufe retten. Ich will 10 Funktionen machen und die bearbeiten meinen Punktestand oder sie bearbeiten ihn nicht. Und am Ende will ich das Ergebnis der Funktion haben und den neuen Punktestand. Und State ist einfach die Monade, die den Punktestand im Hintergrund hält, so dass du nicht immer die ganze Zeit den Punktestand manuell weiterreichen musst und dir viel... Genau. Du kannst ihn holen, kannst ihn verändern, kannst ihn wieder abspeichern. Ja? Man arbeitet damit in der State-Monade und also die was war die Frage? Es kommt noch ein praktisches Beispiel. Weil das ist halt das Geheimnis der Do-Notation. Wenn wir in der State-Monade sind, machen wir Do und das Do kümmert sich darum, dass der Zustand im Hintergrund gehalten wird. Und wenn ich dann zum Beispiel get mache, und dann kann ich machen, was schreibe ich hier gerade mal auf, ich kann zum Beispiel machen A, get, und dann kriege ich den internen Zustand in das A rein. Und das A kann ich dann später weiter verwenden und kann dann sagen, put A, um den Zustand wieder zu setzen. Oder put A plus 1. Ja? Das heißt, es kommt jetzt ein Beispiel, keine Angst. Einfaches Beispiel, wir schreiben eine Funktion countMe.
Also wir gehen jetzt immer davon aus, der Einfachheit halber haben wir einen internen Zustand, der nur ein Int ist. Und wir haben die Funktion countMe, die den internen Zustand modifiziert, indem sie ihn um 1 erhöht und ansonsten nichts macht und einfach den Wert wieder zurückliefert. Ne? Und das Return wertet diese countMe A ist vom Typen A und das Return wertet das wieder in State int A auf, also packt den State da wieder dran. Und das Beispiel, was wir haben, das Example, das ist x ist countMe 2 plus 2, y ist return x mal x, x hat den Wert 4, also hat y dann den Wert 16 und z ist dann countMe y minus 2, also ist dann 14 und dann return wir z. Und die Idee ist, man sieht jetzt, wir wenden einfach die Funktion an, man sieht, wir machen 2 plus 2, wir machen dann x mal x, wir machen y mal 2, wir können ganz normal imperativ programmieren. Und wenn wir den Zustand dann ausführen, das machen wir mit RunState, dann sagen wir, wir möchten das Programm Example ausführen mit einem Startzustand von 0 und dann kriegen wir zurück einen Tupel 14,2. 14 ist der Rückgabewert, das war das Z und 2 war der interne Zustand, weil wir genau zweimal countMe aufgerufen haben. Das kann man zum Beispiel im Hintergrund machen, wenn man messen will, wie häufig seine Funktion aufgerufen wird. Wie viele Zugriffe mache ich auf irgendeine Variable oder so. Packt man das in den State rein, und dann kann man das ganz einfach runterschreiben. Und wir sehen hier auch die Funktion x mal x, die macht gar nichts, die ist nicht in der State-Monade und die können wir mit Return einfach in die State-Monade reinheben und dann auch ganz normal weiter benutzen und brauchen sie nicht doppelt schreiben. Ja? Die Frage war, woran das Programm erkennt, was für eine State-Monade es jetzt nehmen soll. Das steht im Typen. Wir haben da State int int. Das heißt, wir brauchen ein State int und haben als Rückgabewert int. Und das funktioniert auf allen Programmen, die als State ein int haben. Das heißt, wir können das mit allen Programmen verknüpfen, die als State ein int haben. Zum Beispiel das Unterprogramm countMe. Das hat den Typen State int a. Das können wir verwenden. Wenn wir jetzt ein Unterprogramm hätten, State float a, könnten wir das in der Do-Notation nicht verwenden, weil int kein Float ist. Ja, du kannst den State ja beliebig kompliziert machen. Du kannst dir ja einen Typen ausdenken, Tupel, int, bool, sonst irgendwas und den beliebig kompliziert aufblähen. Du hast dann auf jeden Fall einen Global State, der während deines Programmauflaufs durchläuft. Ja. Wie oft das countMe aufgerufen wurde, weil nur das countMe modifiziert den State. Wenn ich das return mache, ist dem der State egal. Hm? Was war? Genau. CountMe, ja. Du musst unterscheiden, der Rückgabewert der Funktion und der Zustand des States. CountMe hat den Rückgabewert ein A, also im ersten Beispiel kriegen wir da zurück State int 4. Wir kriegen 4 als Wert zurück und der interne Zustand ist int. Und da wir CountMe aufgerufen haben, war der Zustand vorher 0, weil wir das mit 0 gestartet haben. Und das Modify plus 1 ist die Operation, die den auf 1 hochhebt. Und wenn wir in der zweiten Zeile machen, das return x mal x, das ruft keinen Modify auf. Das macht mit dem internen Zustand nichts, sondern wendet einfach nur die Funktion an. Und wir können dann unterscheiden, wir erhöhen den Counter, hier beim ersten countMe erhöhen wir den Counter um 1 und beim zweiten countMe erhöhen wir den Counter um 1. Die 2 ist der Zustand. Und die 14 ist der, genau, die 14 ist der Wert, den wir hier berechnet haben. Zwei ist der Wert des Zustandes. Und 14 ist der Rückgabewert der Funktion. Ja? Hm.
Es ist eine elegante Methode, Global State reinzukriegen. Also du hast dann wieder sowas wie globale Variablen, aber nur, du kannst diese Variablen nur innerhalb von Funktionen manipulieren, die State haben. Und sobald du hier pure Funktionen hast, weißt du, die tun nichts, die können in meinem Programm nichts kaputt machen. Das heißt, ich kann das wieder trennen. Ich kann wieder sagen, ich habe pure Funktionen, die irgendwie auf meinen Werten operieren und mir ein Ergebnis zurückliefern. Und ich habe Funktionen, die mir in meinem State rumfummeln. Und wenn ich ein großes Projekt schreibe, sollte ich Funktionen, die mir in meinem State rumfummeln, möglichst klein halten, damit nichts kaputt geht. Ja? Die Frage ist, was RunState macht. RunState ist eine vordefinierte Funktion, die einen State auswertet. Also die Funktion führt den State dann aus. Man kann sich das so vorstellen, Example ist einfach eine Anweisung, das ist ein Programm und das Programm wird ausgeführt, wenn ich RunState aufrufe, weil Example alleine kann ich nicht ausführen. Ich weiß ja nicht, was der interne Zustand vorher war. Und RunState gibt ihm dann den Initialzustand und sagt, ab jetzt kannst du loslaufen. Genau, in diesem Fall ab 0. Wenn man State wirklich verstehen will, muss man State einmal implementieren und deswegen ist es eine Aufgabe. Genau. Es ist die Frage, ob das nur ein glorifizierter Tupeltyp ist. Ja, es ist einfach nur, wie du sagst, ein glorifizierter Tupeltyp, der noch eine Funktion sieht ein bisschen anders aus. Die Definition erweitert jede Funktion. Wenn du zum Beispiel Return aufrufst, wird die Funktion erweitert um einen weiteren Parameter, wo der Zustand reingeht und gibt dann den Tupel zurück mit Zustand und dem Wert. Und State kümmert sich dann über Bind dazu, dass nur der Wert weitergegeben wird und der Zustand einfach im Hintergrund gehalten wird. So, noch irgendwelche Fragen zu dem Beispiel? Gut. Ja. Kommen wir zu einem komplizierteren Beispiel. was etwas realistischer ist. Wir schreiben ein kleines Spiel. Also, was heißt Spiel? Wir schreiben einen kleinen Scoring-Algorithmus. Wir haben ein Count-State, also das ist unser interner Zustand. Das ist jetzt kein Int mehr, sondern wir haben jetzt einen internen Zustand von Bool und Int. Der Bool gibt an, ob unsere Maschine angeschaltet ist oder ob sie ausgeschaltet ist. Und der Int ist der Score-Wert, den wir behalten. Der Startzustand, den schreiben wir einmal explizit auf. Das ist das Tupel, die Maschine ist ausgeschaltet und wir starten bei einem Wert von 0. Und wenn wir jetzt die Funktion einmal angucken, da gehen wir langsam durch, keine Angst. Gucken wir erstmal auf die ersten drei Zeilen. Das ist Play leere Liste, ist Do. Da holen wir uns den aktuellen Punktestand und geben den Punktestand zurück. Mehr machen wir nicht. Und wenn wir einen String kriegen, dann besteht der String aus dem ersten Element und dem Rest. Und wir kümmern uns später jetzt nur um das erste. Das erste, was wir machen in der Do-Notation ist, wir holen uns den Zustand. Und dann gucken wir, was für ein Zeichen wir reingekriegt haben. Wenn wir ein C reingekriegt haben, gucken wir, ob unsere Maschine an ist. Wenn sie an ist, erhöhen wir unseren Zustand um 1 und ansonsten lassen wir das einfach sein. Wenn wir ein A kriegen, gucken wir, ob unsere Maschine an ist, erniedrigen den internen Counter um 1 und ansonsten machen wir gar nichts. Wenn wir ein T kriegen, schalten wir unsere Maschine aus. Wenn wir ein G kriegen, schalten wir die Maschine ein. Und ich habe einfach mal ein bisschen auf der Tastatur rumgehackt. Das ist eine Random-Zeichenkette. Ich habe keine Ahnung von Biologie, das soll nur so aussehen wie ein Genom. wenn wir das dann mit dem Startstate aufrufen und dann ausführen, dann kriegen wir in diesem Falle zurück minus 3. Das ist unser Ergebnis, unser letzter Funktionsaufruf, der uns die Score zurückholt. Und der interne Zustand, den wir hatten zuletzt, war, die Maschine ist ausgeschaltet und der interne Counter ist auf minus 3. So. Ich glaube, ihr wollt da noch ein bisschen drauf gucken. Genau, das ist die Abbruchbedingung. Genau.
ich kann es nochmal langsam erklären. Also wir machen hier nur drei Befehle in diesem Do-Block. Wir holen uns den Zustand. Wir machen dann hier dieses Case, wo wir den Zustand setzen. Und wir machen den rekursiven Aufruf. Ist das soweit klar? Den Zustand holen wir über get. Get ist, hatte ich eben gesagt, get ist definiert auf jedem State, was einfach den internen Zustand in die Ausgabe kopiert. So, wir holen uns einfach unseren Zustand und je nachdem, was für ein Zeichen reinkommt, da kann man sich jetzt auch beliebige andere Sachen ausdenken, manipulieren wir unseren Zustand und putten da was anderes rein. Und dann rufen wir das rekursiv auf und sind fertig. Das ist so eine kleine Anwendung, wie sowas aussehen kann. Das muss jetzt nicht unbedingt auf Zeichenketten gehen, das kann auch auf Listen von irgendwelchen Tastendrücken sein oder was auch immer. Ja? Die Frage ist, woher das Ergebnis kommt. Das in Klammern ist schon richtig, das ist der interne Zustand, das ist false minus 3. Und das minus 3 ist der letzte Rückgabewert unserer Funktion. Wir haben, Play hat die Signatur, es gibt uns einen Int zurück und nicht etwa einen Unit oder sowas. Und diesen Int holen wir in der Abbruchbedingung und kopieren einfach nur den Punktestand zurück in die Ausgabe. Und deswegen haben wir die minus 3 doppelt. Das ist hier oben dieser Aufruf, wir holen get, dann holen wir uns die Punkte und dann returnen wir die Punkte. Und dieses Score ist das hier und dieser interne Zustand ist der State. Theoretisch ist das überflüssig, aber das ist auch nur ein Beispiel. es gibt auch noch andere Funktionen. Es gibt auch noch, ich glaube, eine Funktion evaluate, die den State am Ende wegschmeißt und die einfach nur das Ergebnis wiedergibt. Es gibt auch andere Funktionen, die dir dann nur den internen Zustand zurückgeben und, und den Rückgabewert wegschmeißen und so weiter und so weiter. So, sonst noch irgendwelche Fragen? Keine? Dann war's das für diese Woche.